So, meine lieben Kinderchen draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Tagtraum 1998, mein Jahr, das ist also wirklich, also muss ich immer wieder sagen, war ein klasse Jahr für mich. Man sieht die Sonne, die strahlt uns komplett an im Hintergrund. So, aber trotzdem geht das ja mit der Kamera, alles gut. So, los geht's, wir sind Samuel. Wir mussten feststellen, dass dieser Sandmann unsere Frau ermordet hat. Dieses Spiel tötet einfach normale Menschen. Und, tja, nette Menschen. Menschen, die es nicht verdient haben zu sterben. So, lieber Alias. Endlich ist der große Tag gekommen. Ich träume schon das ganze Jahr davon. Und jetzt, wo der Zeitpunkt endlich hier ist, will ich nicht länger warten. Wenn ich draußen am Flussufer inmitten unberührter Natur angle, werde ich mit Sicherheit an dich denken. Ganz sicher. Denn dann warst du, junger Freund, derjenige sein, der hier weggeschlossen ist, eingeklemmt zwischen den heißen Metallplatten als Führer für die paar Touristen, die immer noch in die Bergen reisen. Deine einzige Sorge, das sei gesagt, wird sein, dass dieser verrostete Schrotthaufen tatsächlich funktioniert. Vor einigen Tagen wirst du in diesem Königreich herrschen, aber du musst, wie ich es dir schon dutzende Male gesagt habe, dich stets auch an die Grundlagen ändern. Erstens, du musst laufen, Treibstoff... Okay. Des Motors ordnungsgemäß überprüfen, sonst musst du deine Hände direkt in das Pumpensystem unter dem Tank stecken. Zweitens, die Notbremse der Bahn bleibt gelegentlich stecken. Wenn das passiert, musst du sie manuell lösen, indem du Sicherheitsabdeckung abnimmst. Drittens, das mag zwar logisch klingen, aber du musst die Läden jeden Morgen öffnen, um sicherzustellen, dass sie am Abend geschlossen sind. So einfach wie die Forellenangeln, nicht wahr? Wie Forellenangeln. Ich bin sicher, dass du das hinbekommst. Und denk daran, die Langeweile ist da draußen dein größter Feind. Also sieh zu, dass du reichlich von meinem Kartendeck Gebrauch machst. Eine Runde Partiens lässt die Zeit sicherlich ein wenig schneller vergehen. Wir sehen uns nächste Woche. Viel Glück. Eigentlich ist es erschreckend, wie wenig eigentlich ich kenne. So diese Kartenspiele und so. Was ist das? Ich kenne das nicht. Ich kenne das echt nicht. Ich bin kein Gesellschaftsspiel. Ich kenne Mau Mau. Uno. So, drehen. Was? Oh, nicht doch einfach so, wie du sein sollst. Okay, so, zurück. Das ist die Seilbahn, klar. Oh, das ist aber auch ein Kasten hier. Das ist eine Seilbahn. So. Warte mal, was soll das denn sein? Ich will mal was probieren. Gibt es dafür irgendeinen Tipp? Okay, der war schon mal korrekt. Ah, ne. Ja. Yay! Jetzt können wir das Ding betätigen. Okay, aber die Tanks müssen noch gemacht werden, oder? Da fehlt noch was zu. Reicht noch nicht. Wir brauchen noch den Sprit. Und das Tor muss noch geöffnet werden. Moment, da können wir doch rumlaufen. Was? Ach, herrje. Ein Dicker auch noch. Ach du meine Güte. Ab mit dem Kopf. Eine Sicherung scheint zu fehlen. Wenn ich die finde, könnte ich das Tor... Ja, okay. Das war ziemlich schnell, aber wir wissen, worum es geht. Wir müssen die Sicherung fehlen für das... Suchen für das Tor. Alles klar. Ticketsautomat, das leuchtet mich so dermaßen an, das erinnert mich an Silent Hill Downpour. Oh, Getränke im Automaten. Cool Mountain. Lewis and Clark. Ja, Superman.
Ja gut, in dem Fall ist es irgendwie welche Pilger, Gründer, Väter, Wilden Westen, leck mich am Arsch, ich weiß nicht genau was. Getränke, Kiosk ist gestartet. Ja, das ist wohl wahr. Wo finden wir denn jetzt eine Sicherung, Kümmer? Road closed, road closed. Bla 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 bla. Hier gibt es überall Strom. Hier wird doch irgendwo eine Sicherung dafür da sein. Ein Mülleimer. Und ein Generatorwagen. Werkzeugkasten. Aha. Was für, wo kriegen wir den Sprit denn eigentlich gleich her? Yes. Yes, Sir. I can boogie. Okay, geht, ist auch gemacht. Jetzt fehlt nur Sprit. Die Frage stellt sich mir aber, wo kriegen wir den Sprit her? Okay, wir können jetzt tatsächlich wieder raus. Sollen wir erstmal mit dem Ding sprechen, bevor wir irgendwie durch die Valle Pampa spazieren? Ich glaube auch. So. Achso, du wolltest mit dem Ding sprechen. Huch, wie Wunder, wie Wunder. Okay. Das sieht aus, als würde man da einen Sprit rein... Aha. Dreimal drehen, fünfmal drehen. Okay. Und bis wir ganz voll kriegen, weil wir gehen nochmal auf dreimal drehen. Das war Mist. Nee, das ist, müssen wir alle ankriegen. Müssen wir jetzt fünfmal drehen. Ah! Nein, 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 nein. Scheiße. Nein. Nein. Was? Fünfmal? Komm, verarsch mich nicht, Junge. Ach, komm schon. Das kann man auch ewig ausprobieren, so, ne? Ah, ja, ja, ja. Das müsste man sich alles ausberechnen und dann kriegt man diesen richtigen... Richtige Kombination hin. Ach komm, Digga. Ach, ich dachte, jetzt hätte ich's, ne? Scheiß die Wanne, scheiß die Henne, fress die, ach, fick die Henne, das wollte ich sagen, mein Gott. Wie dumm. Ach, Kacke. Leute. Okay. Oh, wir haben das Rätsel gelöst. Zum Glück. Ja, da hätte ich ewig...
ungeduldig bei so etwas, ne? Aber ich hab's ja probiert. Ich hab es probiert. Weil die Ungeduld hat mich erwischt. Normalerweise kriegst du auch mehr Hinweise dann, ne? Yeah. This piece of junk works. I'm coming for you, you son of a bitch. You'll regret it when I find your sorry ass. Hat ein Mikrofon an. Nachdem Samuel den grauenvollen Mord an seiner Frau mit ansehen musste, verfolgte er den mysteriösen und skrupellosen Mörder in die Stadt, um ihn zur Rechenschaft zu ziehen. Er erreicht Keenside mit einer alten Seilbahn und findet sich vor der Sacred Heart Krankenhaus wieder, zu dem der Mörder unterwegs war. Auf dem Parkplatz des Gebäudes erlebt er jedoch etwas völlig Unerwartetes. You reap what you sow. And what happened next would jeopardize my plan. HQ, HQ, this is Liev. I've reached the extraction point. Standing by for evac. Over. We read you, Liev. An Alpha team has been dispatched to your location. Hold position and get rid of any hostiles. There's no hostiles in the area. Over and out. Not so fast, Agent. You really think you can walk away from this? Huh. Sandman. Son of a bitch. How is this possible? Your guess is as good as mine. But aren't you the least bit curious of how your little stunt affected me? Oh, come on, Leaf. You still got one more round to show me something before you throw in the towel. Nah, I'm throwing it in. See, I've got a flight to catch. And to be honest, I don't give a fuck about boxing. Throw your hands pretty fast, Major. I'll give you that. But tell me this. Can you throw your hands faster than a bullet? No, no, no. How the mighty have fallen. Without the safety of your helo, you're knee-deep in shit and your neck high in deeper shit. On a crash course to soiling those pretty hands of yours. Tell me this. Does it ever cross your mind what you did to me at Groom Lake? No? Well, this time, you're stuck on my battlefield, bitch. And you'll be the one bleeding out, not me. Oh, I've been looking forward to this for so fucking long. Cause when it's all said and done, you'll be remembered as a traitor. Who always did squawk too much? You know, life is really just like boxing. You psych your opponent into thinking you'll do one thing. Then you do another. You got only yourself to blame for this, Leaf. You're the one that made me this way. Oh, come on, Leaf. Stop shaking. You look ridiculous. Knockout. Das viel mehr, würde ich mal sagen, huh? You know, I could have let you die back in 94. Yeah. Letting you die would have saved us both a headache. The state of the board had gotten worse. And Sam Walker was officially the next mouth to stitch shut. Especially now that I had lost control of my pawn and the ability to recover our precious samples. Alter, was haben wir da gerade gesehen? Okay, und wo sind wir jetzt? Immer noch vom Krankenhaus tatsächlich. Und haben uns die Scheiße angeguckt und sind 20 Meter wieder zurückgelaufen, weil uns das nicht geheuer gewesen ist. Richtig? Richtig. Lass uns mal Motivation suchen hier. Ein Polizeiauto muss doch irgendwas sein, oder? Ah, da kommen wir nicht ran.
Aha. Dankeschön. Die brauchst du nicht mehr. Was? GK22 Motivation? Was ist denn das? GK22? Ich weiß nicht. Oh, hüpf mal. Kann er nicht. Betreff Anweisung über das Detta-Los-Team. Gebiet Secret Heart, Krankenhaus von Keenside. Befehle. Geht zur Anlage, stellt sie für die Vorgesetzten, die später eintreffen werden, unter Quarantäne. Markiere das Gebiet, die eine potenzielle Biogefahr darstellen, mit speziellen Planen und eliminiert jede Bedrohung. Alle infizierten Leichen müssen mittels Verbrennen beseitigt werden. Sobald das Gebiet dekontaminiert wurde und sicher ist, wird ein Team aus Heads Agenten ausgesandt, um sensible Daten und das Personal auf Ebene 4 zu bergen. Warte auf Bestätigung, dass die Dokumentation Dekontamination. Mensch, Schwanz im Mund. Okay. Na, Puppy. Hallo. Okay, die ganzen Action hat da gerade stattgefunden. Ich weiß gar nicht, warum wir uns jetzt in die andere Richtung bewegen wollen. Wow, sind hier viele Leichen. Ach. Ja, nimm die Flinte mit. Den Arm. Okay. Ach, wir haben das Ding umgebunden. Gut, jetzt haben wir ja natürlich jemals Zugriff auf dieses Dings. Munition, der kurze, dünne Arm. Leichensäcke. Sprit. Leichensäcke, Säcke, Säcke. Toter Eggenwehr. Okay. Wir müssen über diesen Helikoptereingang also rein. Na, 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 lass uns herein. Denn so soll es sein. Puppy! Alter, aber die Statue. Man könnte den Slip sehen. Aber die Statue ja so männermäßig so, ne? Aber der Ausschnitt. Das ist ja wie bei Silent Hill. Baby! Wenn das mal so die Realität wäre, ne? Krankenhaus und die Weiber. Entschuldigung, die Krankenschwestern. So ein Ausschnitt und solche. Lalalala. Okay, hier scheint es ein bisschen. Die Luft ein bisschen dicker zu sein. Ja, oder zumindest. Wow! Bleib bloß da drinne. Don't open dead inside. Aha. Ja. Wir gehen mal hier gucken. Hallo. Doktor. Dr. Headshot nennt man mich. Dr. Headshot. Headshot. Headshot? Head. Okay. Gibt's jede Menge Türen, die wir öffnen können. Dann machen wir es doch. Die Tür geht's nicht. Ah, ich hab den Schlüssel dafür nicht. Ach, ist das schade oder was? Dafür hab ich auch keinen. Ja, die Tür geht. Hallo? Okay. So, Personalausweis für Sacred Heart Krankenhaus von Keenside. Vorname Stuart. Nachname Paxton. Tätigkeitsbereich Aufseher. Sicherheitsstufe 6. Auf der Rückseite steht ein persönlicher Code. Nummer lautet 667. Okay, dann müssen wir uns wahrscheinlich irgendwie merken, die 667. Tür auf. Hallo. Oh, Speckwampe. Ein dicker Joker. Hallo. Okay, wir wollten sowieso gerade hier links laufen. Oh. Ich bin der Doktor und komm zur Visite.
Agent Samuel, wir folgen unserer Berufung, Zombiejäger auf höchstem Niveau. Die Fernbedienung ist wichtig. Energieriegel, ja nice. Oh, hier Samuel, riech mal meinen Fuß. Ja, so wie der riecht, ist er schon 5 Jahre vor dir gestorben. Aha. Okay, wir müssen in diesen sehr, sehr seriösen Keller rein. Was sind denn KSP-6? Schieß mich tot. Sag doch einfach Schrotmuni, Pistolenmuni und Maschinenpistolenmuni. Fertig. Alter, die hat auch kurze Haare. Die Statur von einem Mann. Auch die Brust ist von einem Mann. Ist das Abby? Von The Last of Us? Ja, eigentlich nicht, ne? Dann sehen sie doch ein bisschen weiblich aus, ne? Aber warum sind denn so die Dinge so aufgerissen? Wofür ist das so? Und dann so kurze Miniröcke, ist das wirklich so in Amerika? Und dann so weit aufgerissen, wofür? Ich meine, ich find's nicht schlecht, ne? Ich will mich darüber jetzt nicht beschweren. Was? Nee. Hä? Wollte gerade meinen. Oh. Ich würde gerne noch mehr Munition finden, irgendwie. Aha. Was? Warum knuspert das so? Latscht bestimmt auf den Knochen drauf rum. Ich traue dem Ganzen hier nicht so. Die Musik geht auf einmal gruselig. Hier steht gleich einer auf. Stars! Gib das Hanfra. Dachte, Junge. Moment, was willst du mir damit sagen? Bist du ein bisschen sportlicher unterwegs, oder was? Ah, da blutet er aus. Aus dem Intimbereich. Ja. Ich meine, ich habe ihn in den Kopf geschossen, ne? Motivation. Viele Tote, viele, viele, viele Tote. Keiner hat's überlebt. Okay, ich dachte, kommt eine krasse Videosequenz, aber dem war wohl doch nicht so. Miep, 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 miep. Okay, hier können wir hier durch, wenn wir das ganze Scheißding hacken. Und wenn wir das mal anständig machen würden mit dem Hacken. Und ich habe das Gefühl, hier wäre irgendwas Böses drin. Okay, das ist ein Biohazard-Bereich. Quarantäne! Protokoll, okay. Mm-mm. Oh nein. You. Who said that? Stay where you are. Don't move. What the? Look for the intercom.
on your left. My name's Atherton. Dr. Atherton. I'm the chief surgeon here at Sacred Heart. My men and I have shut ourselves in the ICU. Quite possibly the last safe refuge in this hospital. Maybe the whole town. What? How can that be? What the fuck is going on here? Listen, Doc. I'm looking for someone. A real nasty son of a bitch who got here shortly before I did. Oh la la. You must be alluding to my latest patient. Latest patient? That's right. A real nasty son of a bitch indeed. He was the one who crudely dissected those security guards you've undoubtedly stumbled across. But alas, I managed to sedate him and now he's tucked away, as snug as a bug in a rug, under my complete control. Nobody will meddle in this hospital's affairs. Nobody but me. Doc, open this goddamn door right now. That bastard's got an outstanding account with me, and I came to collect... No, I'm afraid not. You simply don't have the authority to make that decision. As you can see from what's left of my staff, I too have an account to settle with this man. Now you listen to me. I ain't gonna tell you again. Open the goddamn door! However, settling accounts seems to be your niche. So maybe we can reach some kind of understanding. What are you getting at? How should I explain it? Yes. As a result of this precarious and unpredictable situation, some matters of the utmost importance remain pending. As you can glean from the carnage out there, I can no longer rely on security due to your friend's sudden appearance. So I need you to handle it instead. Man, you are one insane motherfucker. Insane or not, I have something you want. What you must do, sir, is go to the west wing of the hospital. Room 10, to be exact. What should I do once I get there? Don't be so rash, Mr... Walker. Walker? Oh, how appropriate to the situation at hand. Getting there alive will be a big accomplishment in itself, Mr. Walker. Now you'd better skedaddle. I am not a particularly patient man, and my offer may be prone to expire. You can contact me using the intercom when you... better yet, if you make it there. By the way, that technological marvel that beautifully decorates your delicate wrist, the one you clearly stole, will be very useful. Very useful indeed. Feel free to buzz me on channel 27. I'll give you more details then. Godspeed. All right. I'll do it. Fucking fruitcake. Ja. So, Kinderchen, das, was wir erfahren werden... Wenn wir weitergehen, das erfahren wir in der nächsten Folge. Es hat Spaß gemacht, wir befinden uns im Krankenhaus. Das ist klischeehaft, ne? Krankenhäuser, Stadt, Polizeireviere und irgendwelche Laboratorien. So, Kinders, das war's. Vielen Dank fürs Reinschalten und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.